Und da werden wir mit dem Trupp hier mal weiter vorrücken müssen. Also es wird jetzt eine echt knackige Sache hier, das hier zu erobern. Das für 3 Spezialfähigkeit. Da machen wir uns jetzt gerade ganz schön zum, naja. Dafür, das sind wir jetzt ziemlich engagiert. So, das Gehöft. Nehmen wir auch mit. Wie gesagt, wir haben Ressourcen, haben wir unendlich jetzt. 200.000 Ressourcen, also das muss man natürlich erstmal hinkriegen, aber... Wir können hier echt nur mit Bedacht vorrücken. Ja, da kommen nämlich die ganzen Trupps. Haut mal raus, was ihr raushauen könnt. Wir können echt nur mit Bedacht hier vorrücken. Und der Fokus wird sich auch nochmal verschieben jetzt. Und wir müssen jetzt zusehen. Moment mal. Pippin könnte mal etwas zurückgehen. Gandalf ist irgendwo hier hinten geblieben. Warum auch immer. Ja. Kommt. Wir haben noch den Heal verfügbar. Das wäre in Ordnung. Ihr kriegt das hin. Und hier drüben, die Aktion verstehe ich noch nicht ganz. Von welchem Vorposten sollen die denn erscheinen? Da hinten ist nichts mehr. Die Helden hier drüben halten die Stellung, die machen ihr Ding. Wir müssen bereit sein. So, mal ein Stück vorrücken. Jetzt nutzen wir die Möglichkeit. Genau, nochmal den Trupp raus. Ja, wir werden jetzt eure Offensive mal ein bisschen killen. Das tut mir natürlich auch ganz dezent leid oder auch nicht leid, je nachdem, aber... Hier muss jetzt ganz einfach mal was passieren. Hier ist auch schon wieder Action. Der Turm ist auch gleich weg. Bringt jetzt nichts. Wir müssen es halten. Wir müssen es irgendwie halten. Wir haben uns jetzt so weit hier vorgearbeitet. Unseren Mut haben wir gefunden. Und die Ends haben wir auch gefunden. Also bitteschön. Alles klar. Aber mein Gott, wie viele Gegner erscheinen denn da bei 3 Orkgruben? Das ist Wahnsinn. So, nochmal einen Trupp raushämmern. Die Ents hier drüben noch das wegmachen. Hier kommt noch ein Orktrupp. Der ist auch aufgemischt. So, Pippin wird die Zitadelle angreifen. Ihr kriegt's echt hin. Was macht Gandalf dort? Warum rennst du weg? Okay. Vorposten ist damit unsere. Und sie wollen hier natürlich. Sie wollen natürlich das Ganze zurückhaben. Ich verstehe es ja auch. Aber ihr werdet es nicht zurückkriegen. So einfach ist das. Jetzt ist die Frage, wohin verschiebt sich der Fokus? Auf den Vorposten oder immer noch auf die Basis? Ich glaube eher immer noch auf die Basis. Der Bogenschützentrupp geht mal rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch ein paar Bogenschützen geparkt haben. Hier, die bleiben da. Die Waldläufer bleiben auch dort. Hier drüben ist... Wir haben ja noch 2 Katapulte. Ja, das ist ja nett. Die werden wir mal hier rüberschieben lassen. Das wird ein bisschen dauern. Ach, die habe ich abgezogen. Ja, die 2 Bogenschützentrupps. Ist okay. Hier ist schon wieder massig Action. Das ist schon wieder Wahnsinn. Ich muss jetzt, wie gesagt, sehen, wohin sich jetzt der ganze Fokus verschiebt. Zumindest der Fokus dieser Basis. Das will ich jetzt am meisten wissen. Wo greift diese Basis an? Oder greift sie überhaupt an? Ist die Frage. Oder kam die Masse nicht irgendwo von da unten oder von diesem Vorposten? Die Masse kam ja eigentlich auch von dem Vorposten, aber... Wir müssen rasch handeln. Es ist jetzt echt die Frage. Hier ist immer noch Action. Die Elben wurden zuhauf rausgehauen.
Wenn wir jetzt einen entschiedenen Schlag auf diese Basis machen, kann es uns passieren, dass wir Probleme kriegen. Wir heilen nochmal die Waldläufer. Die Helden sind hier oben bereit. Hier unten ist's und bleibt's Action. Werden wir jetzt nicht viel machen können. Da kommen ein paar Orks angelatscht. Ist die Frage, wie viele. Das sind jetzt nur zwei... Oh, Katapult, ihr seid ja schon da. Hallo. Wie geht's? Das ist ja durchaus hilfreich, dass ihr schon hier seid. Das sind aber nur zwei Trupps gewesen. Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass es jetzt... dass da noch mehr kommt in dem Sinne, dass wir jetzt hier den Angriff machen können. So, wir werden den Fokus ein bisschen ablenken. Ja, da ist nämlich gleich ein Troll. Damit sich's auch lohnt, der ganze Spaß. Rein mit euch. Holt euch. Holt sie euch. Vorrücken, attackieren. Auf geht's. Die Türme raus. Wie sieht's aus? Ich brauche, glaube ich, mal Aragorns Fähigkeit. Oh, hier ist noch ein Troll. Vorsicht. Troll ist weg. Sehr gut. Den Turm weg. Nächster Turm auch weg. Bitte. Der kriegt sonst echt ein Problem. Der bekommt sonst echt ein riesiges Problem durch diese ganzen Türme. Rohirrim sind auch nicht viele übrig geblieben. Das ist ein bisschen uncool, aber müssen wir jetzt mit leben. Sind ja zum Glück auch nur Verstärkungstruppen. Ich weiß, Adler habe ich bis jetzt nicht eingesetzt, aber das war mir beim letzten Mal auch ein bisschen komisch, dass die nicht selber angreifen. Dass man die immer direkt steuern muss auf ein Ziel und wenn das Ziel vernichtet ist, ja, dann stehen sie wieder da. Die Adler. Wir haben es noch nicht. Da stand noch ein Turm. Der Fokus scheint sich wirklich auf hier unten verschoben zu haben. Das finde ich gut. Und wir haben das Lager geholt. Wieder einen Schritt weiter in dieser Mission. Wieder was geschafft. Jetzt muss man gucken. Ich stelle euch mal hier raus. Nur, dass wir mal gucken können. Ich brauche wieder einen Brunnen. Ich brauche Türme. Ich hätte am liebsten gern auch einen Bogenschießstand. Mal wieder ganz nebenbei. Dass wir auch eine Chance haben. Werkstatt brauche ich jetzt nicht. Ja, von mir aus... Nee, warte mal. Halt, brich mal bitte ab. Nicht dort die Schmiede. Das ist Quatsch. Wir brauchen die Türme. Ich hätte die Schmiede dann lieber doch hierher... Das war ein Marktplatz. Das war tatsächlich ein Marktplatz. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Schmiede. Ich merke, dass meine Konzentration langsam nach unten geht. Weil diese Mission aber auch echt knackig ist. Wir aber diesmal eine Chance haben. Wie sieht's jetzt aus? Wir haben hier noch diese Basis und da unten ist noch eine große Unbekannte. Und noch eine Basis. Also wir haben wenigstens zwei Basen haben wir noch. Und der Fokus scheint sich hier gerade echt nicht zu zeigen. Da scheint echt der Fokus auf dem Vorposten zu sein. Wir rücken gleich mal weiter. Wir machen das jetzt einfach. Wir haben jetzt als Verstärkungstruppen Elben, wir haben Bäume, wir hätten auch im Ernstfall noch einen Heal. Das ist nur ein Gehöft. Ja, Marschordnung, rein mit euch. Wir werden mal hier ein bisschen Stunk noch machen. Oh, kann es sein, dass Boromir der Erste wird, der hier Level 10 wird und nicht Gandalf? Das fände ich natürlich krass. Und diese Basis ist nicht wirklich aufgebaut. Das ist unsere Chance. Jawohl. Das Schlachthaus mitnehmen. Ihr werdet hier noch ein bisschen Action machen. Hier kommt kein Fokus. Sagt die eine Orkgrube, die hat ein bisschen was ausgespuckt, aber das war nicht viel. Da kommen noch welche. Noch Haradrim. Ja, der Fokus wird sich jetzt natürlich verschieben. Jetzt wird er sich gnadenlos verschieben. Da wird die Basis hier einnehmen. Lass einen entkommen.
Haben wir. Nee, 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 die Zitadelle kriegst du jetzt nicht wieder. So einfach. So, ihr rutscht mal ein Stück raus. Okay, diverserlei Haradrim. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Ein Waldläufertrupp nur mal hier rüber, dass wir das Lager auch einnehmen. Okay, das Tor ist da drüben. Na, das ist doof. Bleibt mal draußen, Waldläufer. Wir brauchen jetzt Türme, Türme und was habe ich vergessen? Ach so, noch mehr Türme. Boromir hat's erwischt. Brauch mal Attilas. Und raus mit euch. Raus, 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 raus. Geht mal ein Stück zurück. Das ist mir gerade noch zu heftig. Ich brauche jetzt noch... Ich würde sogar mal eine Kaserne zur Abwechslung hinstellen wollen. Ich würde auch mal wieder eine Heldenstatue hinstellen wollen. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Ach, das ist doch nur ein Gehöft. Macht doch mal nicht so eine Panik. Männer Gondors. So, ich schicke jetzt einfach Boromir höchst selbst los. Macht euch kampfbereit. Aragorn schicke ich los. Wir dürfen nicht wanken. Ich hole mal die anderen noch. Der Feind ist unter. Denn der Fokus hat sich ja verschoben. Wir können jetzt also auch... Oh. Habt ihr euch lieb oder was? Oh ja, das habt ihr tatsächlich. Da will ich euch ja nicht weiter dabei stören bei euren Liebeleien. Zumindest fürs Erste nicht. Ihr könntet mir im Weg stehen. Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor. Ja, ja, ja. Jetzt kommen hier noch ein paar Haradrim. Haradrim, mein Gott. Sprachfehler. Haradrim. Meine Güte. Sprachfehler sind echt uncool manchmal. Zumindest solcherlei Sprachfehler. So, die Katapulte kann ich jetzt noch brauchen. Ach, hier stehen noch Haradrim so bereit. Heu. Hier ist bestimmt noch eine Basis. Obwohl, so nah nebeneinander glaube ich fast nicht. Ach, kommt hier. Ich werde euch jetzt mal stören bei euren Liebeleien. Das geht mir auf den Senkel. Wir können jetzt, wo der Fokus sich verschoben hat. Ne, wir können die Waldläufer da unten noch nicht rausholen. Wir haben ja noch einen Bogenschützentrupp, den können wir mal querfeld einschicken. So, wir haben jetzt alles an Fähigkeiten, glaube ich, wieder verfügbar. Das ist die letzte Basis des Gegners. Und wir haben... Glaube ich echt keine Einheiten mehr hier irgendwo versteckt, nein. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben alle hier unten. Zumindest alle nötigen. Ja, wir haben alle hier unten, außer die zwei Waldläufertrupps natürlich, aber die müssen ja dort stehen bleiben. Der Feind wird stärker. Na dann, ab geht's. Eilt euch. Wir haben nicht viel Zeit. Da haben wir unsere wahrscheinlich letzte Basis. Holen wir sie uns. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Haltet die Augen offen. So, weil, oh, Vorsicht, Waldläufer. Warum auch immer hier noch so ein Haufen Haradrim stehen? Weil da hinten noch was ist, oder? Wo kommen die ganzen Haradrim her hier unten? Die ganzen Lanzenträger, wo kommt ihr her? Wir sind Krieger des Auenlandes. Ich wollte gerade sagen, geht mal rein, macht mal Action. Wir müssen sie aufhalten. Der Feind ist unter uns, Männer. So, vorrücken. Wir werden diesen Ort. Kann es sein, dass es das entweder war oder hier noch... Nein, hier ist noch ein Vorposten. Ich hab's geahnt, dass hier noch was ist. Seid vorsichtig. Da ist hier hinten echt noch ein Vorposten. Oh, mit einem Troll. Ja, da müssen wir erst einmal die Basis einnehmen. Haben wir. Vorrücken, wieder vorrücken. So, holt die Basis. Und rutscht mit vor. Ich will jetzt ungern die Truppen alleine lassen. So, ihr zieht euch mal einen Meter zurück. Genau, jetzt haben wir zumindest Aragorn wieder im Boot. Und Boromir haben wir auch mit im Boot. Erobert das Land zurück. Feuert, was es Zeug hält. Das Gehöft ist fertig. Greift es ein.
Und jetzt das Ding, genau die Zitadelle. Jetzt dürften wir es haben. Jetzt hoffe ich, war's das. Wir nehmen aber erstmal die Trolle auseinander. Weil die mir ein Stück weit im Weg stehen. Wir dürften es haben. Haut mal noch den Troll weg. Wir haben's. Der Feind ist vernichtet. Verdammt nochmal, ja! Boah, war das heftig! Aber das, meine Freunde, war Dagorland. 7 aufgestiegene Helden, keiner, der auf Rang 10 hochgekommen ist, aber 24 Einheiten, die aufgestiegen sind. Es ist unglaublich. Wir haben Dagorland erobert und 3 Spezialfähigkeiten gewonnen. Wir kommen also voran. Boah. Unglaublich. Und ungeschlagen. Nein! Geschlagener Sieger ist Legolas. Also geschlagener Sieger. Auf den 2. Platz verwiesen. Bei den besiegten Gegnern. Denn ein Waldläuferbataillon Level 6 hat hier mehr Gegner gekillt als Legolas. Weil in dieser Mission ordentlich zugeschlagen wurde. Das sind die, die sich so gehalten haben, wacker. Also jetzt nicht da im Süden, sondern da eher im Nordosten, die sich jetzt so gehalten haben. Aber Legolas ist unter den Helden sowieso noch derjenige, der am meisten getötet hat. Respekt. Tja, das war Dagorland. Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden. Wir könnten jetzt als nächstes Ruhen machen. Aber ich glaube, dass... soll es zumindest fürs Erste für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich natürlich auch immer über Likes und Abos und Kommentare, ob wir in der bösen Kampagne dann bald weitermachen sollen und was wir noch für Strategiespiele spielen sollen. Das war es auf jeden Fall für heute für Schlacht um Mittelerde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal ganz einfach. Ciao!